finde 1:6 passt ganz gut zu München, der Stadt und vom Flair und allerdings auch vom Wohlstand, kann man sagen, weil die meisten Musiker wurden klassisch ausgebildet, das heißt, sie waren nicht auf, was weiß ich, Hartz-IV-Empfänger von vornherein und hatten die Möglichkeit, durch die Eltern eine solide klassische Ausbildung zu bekommen. Wenn die Leute da hinkommen, die wissen erstmal überhaupt nicht, was sie erwartet. Klassen wie Hip-Hop, hä, so ein Schwachsinn. Im Prinzip ist es ja bei uns genauso. Trotzdem haben sich die 8 Leute gefunden und haben das irgendwie gemacht. Und die findest du nicht in der Tupfing. Da brauchst du schon irgendwie einen größeren Pool, aus dem du die rausziehen kannst. Nee, also München ist jetzt auch nicht die größte Weltstadt. Nein, aber. Solltet ihr euch eigentlich alle bewegen? Kilometer mal gebrochen habe. Musik macht mich heiß, dass ich in den Kopf fliege. Monolide und ich spiele, weil ich seit Song zu lieben. Bin kein Typ, der mit beiden Beinen im Boden steht. Den juckt mich an den Eiern, denk ich Diagnose Hohenkrebs. Schon als Kind kam ich vor den Lehrern Shit so rüber. Lass den ganzen Doppelback wie den Kids schon blühe. Gerade moderne Musik, in dem Fall, wie wir sie auch machen, sehr. Wir haben viele Preise auch schon in München bekommen.
Und dadurch haben wir die Möglichkeit zu spielen und auch die Zeit, das auszunutzen. Was weiß ich, im Ruhrpott wird es vielleicht keinen interessieren, was wir hier machen. Mein Gott, Klassik, schön, aber was willst du von mir? Ja, so ungefähr. Es ist schon nicht einfach in dieser Stadt, eine Band zu gründen. Und man fragt dann auch rum, gibt es Proberäume? Proberäume existieren grundsätzlich nicht hier in München. Es gibt zwar ein paar, das ist eine alte Militärkaserne, wo du für 50 Euro dann mal ein kleines Zimmerchen kriegst, aber... 50? Unter 300 gibt es eh nichts mehr. 400 Euro. Ich fände es schade, wenn sie nur praktisch jetzt die Million-CD sozusagen als Ziel sehen würden, die Leute der Band. Das fände ich schade. Warum muss man Kunst und Kommerz immer trennen? Richtig. Etwas zu verkaufen, finde ich das Normalste der Welt. Also, dass man das an den Mann bringen will, dass man auch will, dass die Leute das hören, dass man will, dass möglichst viele Leute die Platte kaufen, möglichst viele Leute auf ein Konzert kommen. Für mich ist diese ganze Plattenindustrie an sich schon eine sehr gelaufene Sache eigentlich. Und ich glaube zumindest, dass das so sein wird, wie es jetzt auch bei uns ist momentan, dass die Leute ihre Sachen selber rausbringen, dass der Kontakt zu den Fans wieder viel größer werden muss. Dass die Leute CDs kaufen, weil sie die Bands kennen, weil sie die einzelnen Leute kennen, weil die einen großen Freundeskreis haben und der wird natürlich dann immer größer und wenn sich eine Band auch so offen gibt und so und da jetzt kein Major dazwischen geschaltet ist, sondern wenn die alles das irgendwie von Herzen aus machen, die Künstler selber, dann spielen sie, denke ich, auch mehr Konzerte und daraus wird sich dann im Endeffekt der Lebensunterhalt eines Künstlers in Zukunft generieren, denke ich. Kunst oder Kommerz. Kunst und Kommerz geht genauso. Sehr kultiviert, sehr sophisticated. Sowas hat vorher noch keiner gemacht. Hip-Hop mit Streichtrio, Klavier und intelligenter Ironie. Ich brauche ein Publikum, das mitsingen möchte. Möchte dieses Publikum auf dieser Seite... Ja, also ich denke, die Seite wird mich bestimmt bombastisch unterstützen. Dazu brauche ich jetzt noch Unterstützung, die Human Beatbox. Ich schalte jetzt hier mal ein auf der Seite. Ein Vierviertel, recht easy für die Leute, dass sie reinkommen. Check this out, clap your hand to the beat, now. Okay, mal ganz trocken. Egal ob mit Katze, egal ob mit Katze. Nee, warte. Probier's nicht auf diese Seite nochmal. Was ich persönlich sehr gut an 1-2-6 finde, ist, dass es keine typische Crossover-Geschichte ist, wie man so kennt. Also nicht irgendwie da ist Hip-Hop und da ist Klassik, sondern wir versuchen wirklich in die Mitte zu gehen und das alles in ein neues Produkt quasi, in eine neue Form des Ausdrucks zu bringen. Und das funktioniert sehr oft. Nicht jeder Auftritt ist toll, aber wenn wir eine schöne Bühne haben, tolles Licht, schönen Ton, allen geht's gut, das Publikum spielt mit, dann ist eine Blase um uns, die irgendwie die Leute aufblühen lässt und man merkt, es verschmilzt alles in 1-2-6, also in einen Weg, Hip-Hop-Klassik. Ist super. Das ist das, was süchtig macht. Also wenn du einmal auf so einer Bühne standst und gesehen hast, wie die da unten ernsthaft das wirklich geil finden und danach rausgehen und ganz begeistert sind und sich bei dir bedanken haben hinterher oder sowas in der Art, das flasht und das willst du nochmal haben, dann willst du es nochmal haben.